Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360 hier bei Crush4Defig89. Wir sind immer noch in der Nachtstage von Messery auf der Suche nach Professor Pickle unterwegs. Und jetzt begeben wir uns mal hier hin. Oh, hier sind wieder ein paar aggressive Blümchen. Und Eggman-Roboter, natürlich. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen, ne? So. Aber erstmals müssen die Blumen da aus dem Weg. Oh! Haha! Habe ich jetzt versehentlich den Unleashed-Modus aktiviert. Na schön, dann räume ich ja ein bisschen damit auf. Ne? Kann man es auch machen. Oh, schon wieder vorbei. Egal. Aua. Da greifen sie mich doch tatsächlich an. So, jetzt aber. Und tschüss, noch einen kritischen Angriff oben drauf. Ich glaube, die Punktanzahl hängt auch von Art des Gegners ab. Wenn es ein stärkerer Gegner ist, dann gibt es auch umso mehr Punkte. Sehr nice. So, und jetzt noch so ich Blümchen hier. Au! Schluss jetzt! So viel mal zu denen. Ja, ich glaube, das waren alle. Oh, jetzt müssen wir mit mehreren dieser Blöcke arbeiten. Kann mich da erinnern, dass man das in einem bestimmten Reihenfolge rein tun musste. Oh Mann, da merke ich erst jetzt diese Clown hier, die verstärken unseren Angriff. Schade. Alter Schwede, wir machen hier Sachschaden. All diese teuren Vasen. Das dürfte und eine Stange Geld kosten. Ich sollte schon mal ein paar Millionen Euro bereithalten für das ganze Zeugs hier. Nee, Quatsch, so viel Geld habe ich doch gar nicht. Das ist ja das Problem. Und hier noch ein Schild, das die Verteidigung stärkt. Ja, da wurde gleich an alles gedacht, aber das habe ich alles. Das sammle ich alles schon zu spät auf, wenn ich da bereits aufgeräumt habe. Egal. Jetzt heißt es erstmals. Ein Kistenrätsel erfüllen. Ich glaube, eine Kiste musste hier hin. Da musste das die eine Plattform für eine bestimmte Höhe erreichen. Dann musste hier noch nach oben auch noch eine. Ich glaube, so war das. Ich glaube, es müssten beide Kisten auf jeweils einer dieser wie nennt man das am besten? Ein Lift? Kann ich das auch nicht bezeichnen? Auf einen dieser. Ja, Lift. Was heißt der Lift? Boah, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll. Sorry. Schreibt es mir noch in Kommentaren. Weil das, ist der. Verbunden mit dem Schalter. Mit diesem Drehschalter hier. Dass dieses Ding nach oben bringt. Diese. Ja, Plattform ist es auch nicht unbedingt. Obwohl. Ach, wisst ihr was? Ich soll jetzt nicht so lange darüber nachdenken, sondern lieber mal gucken. Ah ja, damit bewegen wir das hier nach oben. Vielleicht sollten wir die auch noch möglichst weit nach unten bewegen. So. Weil so kann man nämlich. So, und dann nutzen wir diese hier nach oben zu kommen. Weil diese Plattform. Oh Moment, was ist das? Ich dachte, ich hätte. Ah! Ich glaube, da möchte ich auch noch vorher auch nach. Damit ich vorher auch noch hin, weil da scheint es was zu geben. Das dürfte ja nicht umsonst hier sein, aber ich sehe kein. Aber ich sehe nicht, wohin das führt. Eine Stange, wo man sich wie Tarzan herumschwingen kann. Na egal, so. Jetzt gilt es noch, diesen einen Block auf die erste dieser Plattformen, die man nach oben, die man entweder nach oben, nach unten bewegen kann. Diese mit den Schalter
draufzulegen. Ein bisschen höher. So, und jetzt hier. Möglichst weit nach oben. Und schon kommen wir hier hoch. Schon mit der eigentlich das Rätsel schon gelöst, ne? Ja, doch nicht zu hoch. Das reicht. So, das müsste reichen. Sodass ich jetzt da nach oben gelangen kann. Jupp. Ein... Oh. Mann. Ja, dann vielleicht das hier ein bisschen höher. Geht das? Kommt so nicht so hoch? Ja, so kommt er hoch. Perfekt. Das passt schon. So. Und jetzt das... Ich dachte, es würde ausreichen. Guckst du das an, so weit ist es gar nicht entfernt. Da merkt man, wie kurz Sonic nur springen kann. Echt verrückt. Aber jetzt geht es. Jetzt kommen wir weiter, ne? Weil weiter nach oben kann ich das Ding nicht... Hä? What? Hä? Was? Aber weiter nach oben geht er nicht. Oh, jetzt geht er. Jetzt wäre es gegangen, verdammt. Oh nein, ich soll das lieber an... Ey, halt das doch fest, Mann. Mit B-Knopf. Ist das vielleicht lieber an... Wand schieben. Also verhindere ich, dass ich da vielleicht mich hineinglitschen kann. Was zum... Wieso geht das nicht? Das geht doch nicht weiter nach oben, oder geht das noch... Kann es noch weiter nach oben? Es geht noch weiter nach oben, what the hell? Hä? Okay, aber jetzt geht's hoffentlich. Ja, Allah, mein Gott. Sorry, war eine schwere Geburt. Aber was soll diese Stange eigentlich bedeuten? Ah, da ist ein Gegner, der, wenn er mich nicht abballert, mich dorthin bringen kann. Den ich nutzen kann, um dorthin zu gelangen. Der kleine Spast musste mich ja unbedingt abballern. Na, warte. Na los, ballere schon. So. Ah, da gibt's ja für die CD. CD, das ist eine Schallplatte. Das ist ein Vorgänger von der CD. So, und dafür stirbst du jetzt. Tschüss. Ja. Geh sterben. Leider Gottes respawnt schon wieder einer. Alter, oh. Glitscht dich ja jetzt bitte nicht rein, Sonic. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen. So. Naja, alles kaputt. Überprüfen, ob hier noch irgendetwas ist. Ich glaube, wir stehen schon kurz vor Ende des Levels. Sieht ganz so aus. Ja, das ist das Ende. Jetzt müssen wir nur noch an... Kampfbereich durchstehen. So. Einfach hier aufräumen. Oh ja. In Unleashed-Modus, da geht Sonic richtig ab. Yeah. So, und nicht die Erfahrungspunkte vergessen. Wunder, dass der Unleashed-Modus nur so kurz anhält. Das ist so geil. So. Gibt's hier nicht sonst noch eine Medaille? Nee. Das ist für die Schild. Also für das Schild gewesen. Aua. Der Spast wagt es. Dafür stirbt es eines ganz grauenvollen Todes. Hey, wo sind die Erfahrungspunkte? Ach, die haben sich hinter die Wand geklitscht. Ich glaub's nicht. Ey. Oh, meine Energie geht mir langsam zu Neige. Das muss ich auch noch bedenken. Und ich darf da nicht runterfallen. Komm schon. Steh doch auf. Alter. Boah, ich will es nicht abkratzen. Ja, jetzt weiß er, das Schild zu verwenden. Ist klar. Seems legit. So. Jetzt aber. Das wollte ich doch erreichen. Nein, die Erfahrungspunkte. Aber jetzt. Unleashed-Modus! Jetzt gebe ich euch den Rest, ihr Spackos! So. Ja, der will sein Schild einsetzen, aber das bringt dir nichts. So. Abschluss! Angriff! So, das war der letzte.
endlich. Aber leider Gottes sind mir einiges an Erfahrungspunkten verloren gegangen. Die mussten da unbedingt runterfallen. Egal. Hammers. Arang? Naja, das liegt wahrscheinlich an der Zeit. Schade, weil ich habe so viele kritische Treffer gemacht. Und kein Leben dabei verloren. Egal, was soll's. Leider konnten wir weder alle Sonnen- noch alle Mondmedaillen finden, aber immerhin ein paar. Und so einiges an kleinen Extras. So, wir haben 7 Punkte. Investieren wir doch wieder was in... Einmal in Stärke, die Angriffskraft sich erhöht. Und dann noch einmal in eine neue Combo. Oder gleich zweimal auf Stufe 8 erhöhen. So, und ansonsten können wir höchstens noch die Unleashed-Anzeige erhöhen. Und, ja, nutzen wir etwas, um Energie hier zu erhöhen. Und das war's schon. Mehr geht nicht. Gut. Hätten wir das. Pickle教授!助けに来ましたよ!ご無事ですか? 教授? おい、おい。ここの食事は全くなっていませんね。ご覧なさい、このずさんなサンドイッチを。サンドイッチといえば、パンの厚さはきっかり5ミリ。室温で柔らかくしたバターにからしを小さじ1杯。具材はスライスしたキュウリとコーデなければいけませんよ。そうでしょ、テイルスくん。へえ、勉強になるね。 教授、相変わらずですね。ところで、こちらに何のご用ですかな。ここにはまずいサンドイッチぐらいしかありませんよ。いや、助けに来たんですけど。おお、そうでしたか。これはしっかり。では早速、こちらのシェフにサンドイッチの何たるかを教えて差し上げねばなりませんね。教授、それはまた今度ね。 エッグマンの手下どもが集まってくる前に脱出するとしようぜ。ああ、そうですか。ではそこの金庫の中身も持ち帰らなくてはなりませんよ。ありがとう。その書物こそ世界を救う唯一の鍵なのですよ。では諸君、急ぎましょう。 まずいサンドイッチばかりで、私は空腹なのですよ。教授、これ食べる? これは、これは、いただきましょう。この古文書はガイア文書と呼ばれるものです。今より数万年もの遥かな過去、この星に起きた異変についての伝説が記されています。 そう、ガイア文書によれば、この星は過去にも何度か破壊されてバラバラになったことがあるのだそうです。異変の原因は星の中心核、コアと呼ばれるポイントに発生した超エネルギー生命体、ダークガイア。これこそが現在この星に生じている異変、全ての原因なんですよ。 どうすればそのダークガイアをやっつけて星を直せるんですか?蘇ったダークガイアはまだ不完全体です。おそらくドクターエグマンが無理に目覚めさせたせいでしょう。今のうちならばカオスエメラルドに力を取り戻すことで星を直すことが可能かもしれません。ガイア文書に記されている各地の神殿を回るのです。 星の力がカオスエメラルドを癒し、カオスエメラルドは星の傷を癒す。バラバラになった星も元に戻るという道理ですよ。 Ja, der Professor ist schon ein komischer Kauz, aber er hat recht. Jetzt gilt es für uns nämlich, die Gaia-Tempel aufzusuchen, um die Chaos Emeralds wieder mit Kraft zu versorgen. Es gibt genauso viele, da können wir auch noch nicht hin. In Spagone können wir noch so ziemlich gar nichts machen.
Es gibt ja genau, wie bereits erwähnt, gibt es genauso viele Tempel wie Chaos Emeralds. So ein Zufall aber auch, ne? Und in jedem müssten wir jeweils einen wieder dessen Kraft zurückgeben. Weil es wurde mal wieder die negative Energie der Chaos Emeralds genutzt, um Dark Gaia zu erwecken. Und Eggman will ja die Kraft von Dark Gaia für sich nutzen. Aber wenn das gelingen möge, das sehen wir vielleicht noch. Und warum habe ich diese Sonnenmedaille noch gar nicht eingesammelt? Vielleicht gibt es sie nur in der Nacht? Das weiß kein Mensch. Was, ein Tempel verstehen? Tempel? Habt ihr gewusst, dass es in Mesmeray einen gibt? Steht im Geografiebuch. Ah, in Mesmeray gibt es also schon einen Tempel. Ja? Dort, müssen wir also wieder hin. Und diesmal können wir jetzt auch mal die Weltkarte betreten. Und auf der Weltkarte. Hier ist eine Weltkarte von mir. Vielleicht kannst du sie brauchen. Mit Hilfe der Weltkarte kannst du an verschiedene Orten reisen. Rufe diesen Bildschirm auf, wenn du woanders hin möchtest. Lass mir dir schnell erkennen, wie es funktioniert. Ja, am besten lass mir das Tails erklären. Das wollte ich noch zuerst machen, aber okay. Zuerst willst du dein Reiseziel. Lass uns nach Abathos reisen. Geh mit dem Cursor dorthin. Beweg dich mit dem linken Stick. Aber in Abathos wollen wir noch. Nach Abathos wollen wir doch nicht. Wir wollen nach Mesmeray. Ja, perfekt. So ist es richtig, Sonic. Jetzt ändern wir die Zeit. Bewege die Sonne, um die Tageszeit zu wechseln. Trifft das Licht das Land, erscheint ein Sonnensymbol neben der Flagge. Im Gegenzug erscheint ein Mondsymbol, wenn das Licht es nicht trifft. Ist ein Sonnensymbol neben der Flagge, herrscht ein Landtag. Ein Mondsymbol neben der Flagge bedeutet, es ist Nacht. Du kannst die Sonne mit der X-Taste bewegen. Ändern wir es jetzt in Nacht. Bewege die Sonne, um ein Mondsymbol zu erhalten. Ja, dazu müssen wir X nämlich gedrückt halten. Und schon wird es Nacht. Sehr gut. Okay, jetzt bewegen wir uns. Wir wollen Mesmeray am Tag besuchen. Gehen wir mit dem Cursor auf Mesmeray und bewegen die Sonne, bis es Tag wird. Na ja, schön. Dann lassen wir die Zeit schneller verfliegen. Ja, da dreht sich die Sonne. Und schon ist wieder... Und schon herrscht dort wieder Tag. Na denn? Perfekt, gut gemacht, Sonic. Okay, nächste halt Mesmeray. Tja, auf und davon, würde ich sagen. なんだお前たち。善良な村人の諸君。おとなしくしておれば危ないことは何もせんよ。さあ、ガイア神殿の場所を教えてもらおうか。こうなったら力ずくでも聞き出してくれるぞ。 何？ソニック。ようエグマン。こないではハイなスカイダイビングを味わわせてくれてありがとうよ。やはり生きておったか、しぶといハリネズメめが。こんなとこで何してんだ？教える義理はないわい。わしゃ忙しいのでな。アディオス。ああ、ああ、ブレイザー。あって。あんなやつほっとけ。 Ganz richtig, Chip. Du solltest ihn lieber ignorieren. Das Wichtigste ist, dass es hier den Bewohnern, dass mit den Dorfbewohnern alles in Ordnung ist. Die Gerüchte bei Eggman haben also gestimmt. Ich meine nicht, dass ich viel über die geniale Wissenschaftler wüsste. Aber ich habe noch nie so einen so egozentrischen Eierkopf gesehen. Und das ist noch nett ausgedrückt. Der Typ ist ein... Er ist einfach nur ein... Ja, ich will nicht zu viel sagen. Ein größenwahnsinniger Volldepp. So kann man es auch noch ausdrücken. Das ist also der
den alle Eggman nennen. Macht gern Schwierigkeiten, ja? Trotzdem, mit dem werde ich auch fertig. So sehr habe ich mich schon lange nicht mehr gefürchtet. Ich glaube, ich habe mir die Hosen gemacht. Das denkt er sich jetzt gerade. Ja, da tut einen auf mutig, aber in Wirklichkeit... hat er selber auch die Hosen voll gehabt. Typisch. Typischer Angeber. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt niesen. Hehe, habt ihr gesehen? Ich habe diesen Stein geworfen. Ich habe einen guten Wurf an, was? Muss für die Bösen gewappnet sein. Ja, gut gemacht, Kleiner. Ich kann es spüren, dass auf dem Weg zum Gaia-Tempel. Das ist ein heiliger Ort, den wir nicht wagen zu betreten. Was kann er nur dort wollen? Ich schätze mal, das hat wieder was mit Dark Gaia zu tun, ne? Aber so kommt er mir nicht davon, wirklich. Tut mir leid, ich öffne meinen Laden gerade nicht, wirklich. Er rannte dorthin, wirklich. Alter, wirklich, 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 bla bla bla. Hast du meinen Großvater gesehen? Er ist toll. Eggman wollte ihn einschüchtern und er hat nicht mehr gezuckt. Er ist ein toller Mann. Aber deshalb ist er auch Dorfältester. Der alte Kauz, der sich in die Hosen gemacht hat. Oh, dieser Eggman, der ist wirklich sehr von sich eingenommen. Was? Ich mag ihn nicht. Wolltet ihr den nicht verfolgen? Der Gaia-Tempel ist dort drüben. Versetzt ihn ordentlich was, ja? Das tun wir doch immer. Das ist sozusagen unsere Lieblingsbeschäftigung. Okay. Am Tage, glaube ich, gibt es auch keine anderen Medaillen, oder? Anscheinend nicht. Nö. Na denn. Jetzt hat das wir jetzt endlich mal mit den ersten... Also jetzt hat das wir jetzt endlich auch mit den Tag-Level von Mastery durchstarten. Zudem muss ich ja auch noch erwähnen, dass sowohl Tag- als auch Nacht-Level von Mastery gar nicht in der PlayStation 2 und Wii-Version vorkommen. Da gibt es höchstens den... Was zum... Hey, geh da runter! Der zieht mir Ringe ab, diese kleine... So, jetzt aber... Oh, da ist noch mehr, das sind noch mehr von denen. So. Oh, Mann. Okay, da muss man den Move einsetzen. So, so kann man sie auch besiegen. Noch so einer von denen. Geh runter! So. Die ziehen mir nämlich Ringe ab. Die können mich vielleicht sogar schon ein Leben kosten. Kann man nur mit Turbo oder mit solchen Kickmoves erledigen. Ja, man merkt es. Selbst auf der Levelkarte kann man Leben verlieren, weshalb man da auch vorsichtig sein muss. Alter, nein! Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den Spacko eine verpassen. So. Ich hoffe, das war jetzt der letzte hier. So, dann können wir jetzt endlich mal zum... Da ist er. Der erste. Da ist er endlich. Der Tag-Level von Mastery. Wie schon gesagt, auf PlayStation 2 und Wii-Version kommen nämlich Tag- und Nacht-Level von Mastery gar nicht vor. Höchstens die Welt und der Boss. Und auch nur der Boss. So, aber jetzt starten wir endlich mal wieder mit einem Hochgeschwindigkeitslevel mit Savannah Citadel am Tage. Und los geht das! Ready, go! Juhu! Aber hier kann man nämlich auch beim Gras stecken bleiben. Zudem, wenn man LT oder RT drückt, kann man auch noch driften. Das ist echt cool. So, und jetzt wieder Full Speed. Kann man natürlich, wenn man Speedrunner ist, noch besser anstellen, als ich es gerade mache. Aber ich bin da etwas durchschnittlich, sagen wir es mal, so dass ich ein bisschen vorsichtig an das Sache rangehe. Oh Mann, ey. Ja, da hätte ich zum Beispiel auch diese Abkürzung erreichen können. Und die Musik ist echt geil. Aber das ist alles andere als geil. Nee, da starte ich doch gleich lieber neu. Das war echt fail. Leider Gottes verliert man auch beim Neustart ein Leben. Bin ich auch blöd gemacht.
Ich meine, was sollte das denn? Natürlich kann man auch driften, wenn man in Turbo unterwegs ist, aber empfohlen wäre es eher, den Turbo dabei auszulassen, weil... So. Jawohl, das wollte ich doch jetzt erreichen. Weil... Nun ja. So. Das sollte ich doch lieber die Stange so berühren. Weil wenn man die anvisiert, dann funktioniert das nicht! What the fuck? Okay. Ich wollte das nur machen, um die Kassette zu holen, ja. Das war der Hauptgrund, ne? Ich wusste ja, dass es die Kassette hier gibt. Okay, jetzt starte ich auch nicht mehr neu. Was sollte das denn? Ich habe Angst, dass er was anderes anvisiert als, er sagt schon, die Grinding-Stange, oder? Hätte er das auch anvisieren können? Mann, das konnte ich echt viel besser. Das ist aber wirklich schlecht gemacht mit der Stange hier, dass er die zwar anvisieren kann, aber mit einem Homing-Attack kann es leider Gottes nicht erwischen. Ah, jetzt das wollte ich doch erreichen. So. Und bekommen wir wieder extra Leben zurück. So, hoppala. Bin ich auf eine Stolperfalle getreten. Egal. Nicht so schlimm. So, müssen wir ein paar Roboter fertig machen und hier die CD abgreifen. So, ich wollte gerade sagen, gibt es wieder ein Quicktime-Event? Naja, hier funktioniert die Homing-Attack zum Glück. So, Full Speed Ahead. Das macht schon wieder Spaß. Hi. Ja, also die Musik ist wirklich so episch. Was sollte das denn? Komme ich da auch rüber? Also. So, warten, bis das im Feuer aufhört. Besser, bevor ich noch mehr unnötig den Arsch verbrenne. So, so ist es doch schon viel, so ist es doch schon viel besser. So, naja, das Gras kann einen langsamer machen. Da sollte man sich davon lieber fernhalten, wenn möglich. So, aber jetzt so Quicktime Event. Nett. Ja, ich war mir jetzt unsicher bei dieser Tastenkombi. Leider Gottes, muss ich ehrlich gesagt eingestehen. Achso, er kann auch keinen Wandsprung. Das kommt auch noch als Fähigkeit dazu. Ich wollte jetzt schon einen Wandsprung einsetzen. So. Ja, ich bin da schon gewohnt, dass er so manche Sachen von Anfang an beherrscht. Verdammt, du blöder Spacko. Ja, das war auch meine Schuld. So, Mondmedaille. Der Soundtrack ist schon episch. Naja, wenn man zu nahe bei diesen Stangen ist, dann sollte man keine Homing Attack einsetzen, weil sonst zieht er nicht darauf. Oh je, da habe ich eine Medaille verpasst, oder? Moment, ich glaube, ich habe nochmal die Chance. Ja, jetzt umkreisen wir nochmal das Ganze. So. So, aber jetzt. Gut, jetzt sind wir mal hier rüber gekommen. Oh oh. Großartig, ja. Passt. Nächstes Mal sollte ich etwas schneller werden. Na, B-Rang. Für meine Verhältnisse zu gut. Ja. Hätte eigentlich schlimmer ausfallen müssen. Na gut, was soll's. Dann weiter im Programm. Doch!
Dr. Eggman! Okay, es wird Zeit für den ersten Bosskampf gegen Egg Beetle und dabei muss ich auf seine Schere nachgeben. Oh, und ich sammle dabei auch noch jede Menge Medaillen ein. Oh, die hätte ich vielleicht auch noch kriegen können. Vielleicht kriege ich die noch irgendwann. Oh! Oh! So, zack. So. Ah, verdammt. Ich glaube, ich sollte dazwischen abbremsen. Na komm schon. Jawohl, das wollte ich doch erreichen. Ach, Mist. Ich wollte ihn eigentlich noch eine verpassen. So, zack. Immer näher kommen. Mist, die Ringenergie fehlt mir. Jetzt habe ich keine Ringe mehr. Ah, jetzt aber. Okay, jetzt schießt der Raketen. Bloß aufpassen. Oh, Bomben. Hüpfende Bomben. So, und jetzt aufpassen. Verdammt! Wir hätten da eine verpassen müssen. So, jetzt auch. Gut! Ja? Ha! Volltreffer! Ja, immer näher kommen und in eine verpassen. So kann man ihn ganz schnell Schaden zufügen. Ha! So ist der Boss echt einfach. Und zack! Weiterer nicer Treffer. Ja, lach nur, du bist gleich down, mein Freund. Und tschüss, Eggman. Das wär's. Ja, das stimmt. Oh, schnell die Sonnenmedaille. Hey, die hättest du auch noch einsammeln können. Egal. A-Rang, auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt dazwischen aufgepasst hätte und nicht sinnlos drauf... losgespeedet hätte, dann hätte ich einen besseren Rang bekommen, weil da hätte ich mehr Ringe am Ende behalten können. Egal. Ja, mir hat leider Gottes die eine Sonnenmedaille gefehlt, die hätte ich noch kriegen müssen. Schade. Aber egal. So, dann investieren wir doch wieder etwas in Ringenergie, ne? Wenn wir schon dabei sind. Und nächstes Mal... Nehmen wir das Tempo. Gell? Okay. やっぱりここがガイア神殿か。
それでドクターエッグマンが占領しようとしてたんだな。Such mir den Professor und sag ihm, was passiert ist. Er wird glücklich sein, dass sein Rettungsplan funktioniert hat. Oh, und auf dem Stück, das da ist, befindet sich Holoska. Könnte ein Besuch wert sein. Du findest es auf der Weltkarte. Oh, noch etwas, hätte ich fast vergessen. Ab sofort kannst du Tag und Nacht wechseln, wenn du im Dorf wartest. Nutze das Pause-Menü, um die Zeit vorzudröhnen. Versuch's mal. Sonic, scheint etwas abgelenkt zu sein. Hast du alles verstanden? Klar doch. Okay, ich muss zurück zum Tornado. Hörst du alles geboten? Ja, und wir werden dann dem Professor im nächsten Part Bescheid geben. Ich hoffe, er ist dann wieder mit dabei. Und wenn es gefallen hat, gilt es für immer, dies zu bestätigen mit eines Klicks auf den Like-Button unter dem Video. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush45E9. Bis zum nächsten Part von Let's Play Sonic Unleashed für Xbox 360. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.